Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Arma 3 Cold War Germany bei einer neuen Mission. Diesmal Großkatzen heißt das Ganze und wir sind in einem Panzer unterwegs, raus aus dem Wald, denn das war ja, wie es das Siebengestirn in den Chat geschrieben hat. Wir sind ja wie immer live auf Twitch unterwegs, wenn wir Arma aufnehmen. Ein Himmelfahrtskommando, unmöglich für uns, die zu erledigen. Das war einfach viel zu viel, was dort los war. Und wir versuchen jetzt mal die nächste Mission zu starten, nämlich die Großkatzen. Jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich hätte gesagt, wir nehmen uns einen Panzer, dass einer der Fahrer, einer der Schütze ist. Kommandant brauchen wir nicht unbedingt, wir sind eh in einem. Der Imperator hätte das lieber so aufgestellt, dass wir zwei Panzer nehmen. Ich weiß nicht genau, denn wenn man irgendwann mal, wenn, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich würde fast sogar besser finden, wir nehmen einen. Also bei unserer Speicher- und Ladefunktion mit Fahrzeugen. Ach, das hätte man vielleicht mal testen sollen, ob das jetzt funktioniert. Naja, wurscht, mal gucken, was da hinhaut und was nicht. Schauen wir mal, wir haben die KI mal angelassen, mal gucken, ob wir sie brauchen. Wenn sie tot ist, ist sie tot, das werden wir dann eh herausfinden. Aber mit einem Panzer brauchen wir jetzt keine Sorgen haben, dass irgendjemand schießt und uns dann verrät, weil der Schuss ist ja sowieso ein bisschen lauter, hoffe ich, denke ich. Ja, außerdem kommt aus einem anderen Panzer, da wird der andere Panzer zerlegt, nicht wir. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Durchstoßen sie mit den Kampfpanzern die feindlichen Linien? Oh Gott, oh Gott. Wir Panzerspezialisten. Das ist unser Panzer? Das ist ja ein Rostmodell. Nein, der ist gefärbt. Puh, wo haben sie denn den her? Das ist eine Tarnung. Scheiße. Das ist kein Rost. Der ist schon verrostet, bevor wir einsteigen. Dieses Gebiet liegt direkt zwischen Wolfsburg und Helmstedt. Ach du Kacke. Na gut, da können wir uns aber auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Wow. Da können wir uns auf jeden Fall ein bisschen austoben. Holla, die Waldfee. Wir durchstoßen ja durch halb Weferlingen. Wir müssen durch die ganze Map? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Oh Gott, den Süden des Abschnitts erreichen. Achten Sie auf feindliche Minenfelder und versteckte Panzerabwehr. Koordinieren Sie einen Angriff mit den verfügbaren Kampfpanzern. Was soll ich da koordinieren? Da ist ein Minenfeld, in mein Code ist auch ein Minenfeld, Achtung. Schöner Ortsname. In deinem Code sind Minen drin? In meinem Code sind Minen drin, tatsächlich. Ganze Teller Minen, das ist schon Wahnsinn. Und hier ist die Grenze, wir sind direkt an der Grenze, also wir können gar nicht irgendwie außen rumfahren. Gut, wir könnten über Bahndorf theoretisch fahren. Und über Rickensdorf. Und über Querenhorst. Und dann durch den Wald. Da ist der Steinberg, da waren wir ja gerade eben. Wäre interessant, ob jetzt auch dort diese Sandsäcke mittendrin liegen. Es sind einfach 50.000 Leute, die noch immer dort warten. Oh Gott. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, oder? Ich würde natürlich wieder sagen, wir müssen die unkonventionelle Art und Weise nehmen und außen rumfahren. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, es ist wurscht, wo wir fahren. Eine versteckte Panzerabwehr und wir sind weg. Das stimmt. Oh Gott, oh Gott. Aber diese Linie ist auch nicht schlecht. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, ja? Wir müssen es halt nur finden. Oder zumindest bis nach Querenhorst, dann vielleicht bei dem Wald da irgendwie drumherum, weil das könnte schwierig werden mit dem Panzer, weil die Straße führt uns dann irgendwie hier schon aus der Map raus. Das Problem ist halt, ich hoffe echt, dass in den Städten nicht noch immer Panzerabwehren stehen, weil die feuern uns dann einfach in den Arsch rein. Also wurscht ist, weil ein Treffer reicht wahrscheinlich eh schon aus. Aber lass uns mal überraschen. Aha, bei mir steht jetzt schon Mission gescheitert. Ernsthaft? Was ist das für ein Beginn? Das steht aber bei dir jetzt hoffentlich auch, oder? Nein, aber... Du bist jetzt im Panzer drin. Ich bin gerade ausgestiegen, weil ich schauen möchte, ob unsere Kollegen überhaupt gespawnt sind. Ich bin reingeladen und bei mir... Bei mir steht Mission gescheitert. Da ist niemand. Kein... Ne, warte mal. Jetzt kein einziger der KI? Nee. Ich bin jetzt hier im Bildschirm Mission gescheitert. Großkatzen. Dauer 12 Sekunden. Wie kann man denn im Laufe einer Kampagne immer schlechter werden? Das ist ja ein Wahnsinn. Jetzt bin ich wieder im Hauptmenü.
Ich sag's dir, wir müssen die anderen eliminieren. Es dürfen nur wir zwei fahren. Jetzt bist du weg. Ah, du bist da unten. Runter gerade, indem ich Respawn gedrückt habe. Raus und mir in dem anderen aussuchen, wo ich spawnen möchte. Aha. Und es hat funktioniert. Aber mir steht gleich Mission gescheitert. Ich lade rein und es steht Mission gescheitert. Okay, ich glaube, wir müssen den Server nochmal ganz kurz öffnen. Diese 15 Minuten verbleibend steht übrigens immer beim Server. Also das hat, glaube ich, nichts zu tun. Hä? Ich habe jetzt sogar die Möglichkeit... Ich kann mich selbst nicht umbringen. Ich habe dann die Option, in einem anderen zu spawnen. Mach mal den Server zu. Das habe ich... Auf einmal gibt's Respawn, oder was? Weil wenn das tatsächlich so ist, dann könnten wir es wirklich so machen, dass wir alleine rumfahren und haben dann halt noch drei Reservepanzer. Was ist das? Okay. Machen wir es immer so. Das ist sehr interessant. Ich bin hier gerade nur mehr verzweifelt mit dem Spiel. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Okay, jetzt bin ich zumindest hier. Ah, jetzt bist du hier. Und die anderen sind auch hier. Kannst du mal bewegen? Mhm. Oder bist du hinter mir? Ich bin ja hinter dir. Und hinter uns stehen die anderen zwei. Oh Gott, ich habe ein Flashback zur Kampagne. Da war es nämlich genau so. Ich nehme mal an, dass bei mir jetzt jemand im Richtschützen drin sitzt. Wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ich glaube, man musste irgendwie den Feuerbefehl erstmal geben dann oder sowas. Irgendwie sowas war das. Wobei, das wirst nur du können. Wo kannst du das? Nein. Sind bei dir unten alle markiert oder nicht? Nein. Okay, dann kannst du das nicht. Weil es war nämlich bei einer Kampagne so, da musste ich erstmal den Feuerbefehl geben an alle, sonst haben die nichts geschossen vorher. Scheiße, das Rohr dreht sich, da sitzt wohl liegen ja eine KI drin. Aber die anderen fahren nicht mit. Wenn der Kollege da schießt, dann soll es ja okay sein, hast du recht. Machen wir nochmal links. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, wenn er schießt, das ist die große Frage. Übrigens irgendwo auch eine Option für ein langsames Fahren. Ich weiß aber nicht mehr wo. Wer ist bestimmt? Das hat was. Mit der Panzerbeam steht sogar drauf. So. Ist jetzt eigentlich das, wo wir fahren wollten? Ja. Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich mit dir. Doch, doch, wir werden nur auf der Karte markiert. Ah ja. Achtung, du fährst gleich irgendwo hier im Abgrund. Okay. Aber wozu dienen dann die anderen zwei, wenn die sich gar nicht bewegen? Die stehen immer noch da. Wenn du Shift drückst, dann wird schneller. Ich bin jetzt schon so schnell. Halt mal Shift gedrückt. Aber es gibt irgendwo einen langsamen Fahrmodus, aber ich weiß nicht mehr was. War das Steuerung? Ja. Da ist man nur 30 gefahren. Ja, ich glaube, Steuerung war das. Und sein, weil der bremst da. 20 fährt man da. Wenn ich es gedrückt halte. Ja, 20. Okay, gut zu wissen. Also Schiff zum Schleichen und Steuern zum langsam bewegen. Ich komme vor meiner alten Oma hier mit 20. Zu schneller fahren. Okay, jetzt bist du schon weit weg. Ja, da können jetzt irgendwo feindliche Panzer sein. Ich meine, die können ja überall sein. Muss ich hier 12 Kilometer die Augen aufsperren? Ach du Scheiße.
absperren und steckten Packs können auch überall herum. Hoppala. Es wundert mich, dass es bis jetzt noch keiner abgeschossen hat. Ja, mich eigentlich auch. Wir fahren hier auf eine ziemlich offene Straße. Naja, wir müssen immer noch aufpassen. Da vorne ist genau in der Kurve ist die Map zu Ende. Und dann fahren wir fast durch den Ort durch. Dauert noch, ist noch ein Weilchen. Ich weiß. Ich meine, die Kurve ist eigentlich noch in der Map drin. Aber wir sollten uns draußen interessieren. Wir können theoretisch auch durchs Dorf fahren, also ich habe da kein Problem damit, aber da müssen wir halt aufpassen, ob dort Minen rumliegen. Nein, im Dorf. Das Dorf ist zur Hälfte in Map-Ende. Also wir müssen uns. Okay, das stimmt, Dorf müsste links von uns sein. Da müssten wir quasi im Feld dran vorbeikommen. Na, ich hoffe nur, dass der schießt, wenn er irgendwas sieht. Das hoffe ich auch. Da ist er schon. Okay. Fahren wir gleich. Da quer das Feld. Militärisch das Dümmste, aber gehen wir bis auf der Seite. Wie gesagt, Freunde, wir müssen hier immer wieder die unkonventionellen Lösungen verwenden. Denn wir sind zwar jetzt nicht nur zu zweit, aber wir wissen ja nicht, was die KI da macht. Warum fährt die KI nicht mit? Das ist eine gute Frage, das Siebengestirn. Das ist eine sehr gute Frage. Die stehen nämlich immer noch am Ausgangspunkt da oben. Aber keiner von uns hat irgendwie die Möglichkeit, mit denen zu interagieren. Ich kann nämlich hier nur Status, was ist da für ein Status? Unterstützung anfordern. Ja, aber ich kann niemandem diesen Status geben. Backspace und das war's dann. Und ich kann mich erinnern, in der Kampagne muss ich erstmal die anderen alle ausbilden, dass wir die folgen und dann irgendwie sagen, wir fahren jetzt hier hin und dahin. Aber das geht hier nicht, weil ich bin eigentlich der Kommandant von allen. Musst du dir vorstellen, dass wir jetzt einfach bis zum Ziel fahren und davon nichts besuchen? Dann haben wir die Mission geschafft, immerhin. Das wäre schon witzig. Ich meine, das heißt ja nur, wir sollen damit rechnen, dass hier Feinde sind. Wo sie sind, ist ja wieder eine ganz andere Frage. Vielleicht rechnen die nicht damit, dass wir hier rumfahren. Ja, damit haben wir niemand, dass man einfach der Patrouille durchs Feld fährt. Der Riesenvorteil, den wir haben, es ist Winter, das heißt, die Bäume haben alle keine Blätter, also der Großteil. Ja. Das heißt, man sieht das viel leichter. Das ist tatsächlich ein Vorteil. Denn wenn jetzt hier Hochsommer wäre, dann wäre ja der Wald da drüben schön grün. Und dann würde man nicht sehen, ob da jetzt hinter uns... Ich will nur kurz umschauen. Yep. Ich irgendwas verblicken kann. Oder spielen kann. Wo ist hier nichts? Mal eigentlich die Straße dann. Ich sehe auch noch nichts. Die Straße vor uns holen und dann der wieder entlang fahren bis zur nächsten Kreuzung. Wo sind wir denn jetzt hier? Müssten wir aber dann bald die Brücke kreuzen. Also wir sollten dann da so entlang fahren. Also du meinst jetzt hier nach unten fahren, links und dann bei der roten. Ja, bei der roten Linie. Also beim Wald vorbei. Weil durch den Wald mit dem Ding hier wird schwierig. Ja, muss nicht unbedingt durch sein. Ich wollte sagen, ich kann die Straße malen, aber. Sind so gerade Zeit. Und dann dort bei der Kreuzung? Dann links abbiegen und dann über die Brücke drüber. Also fette Kreuzung mit irgendeinem Strommast oder irgendein Elektrizitätswerk oder sowas ist daneben. Genau. Also jetzt müssen wir erstmal eine Straße kreuzen und dann auf die andere drauf kommen. Ich würde aber nicht zu nah am Dorf vorbeifahren, weil ich erinnere mich noch in der Kampagne, da waren Minen oft platziert am Ortseingang. Ich befürchte, dass da eine Packe im Dorf irgendwo stehen wird. Bevor du querst, guck mal auf die Straße, ob irgendwie was aussieht wie ein Gulli. Ne. Schaut gut aus. Weil da bin ich schon einige Male eingefahren, leider. Also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, weder ein feindlicher Panzer noch sonst irgendwie. Kein Soldaten. Ich meine, wir fahren noch nicht mal die Minute, die wir fahren sollen. Naja, wir sollen Acht geben auf die Städte, wo Minen sind. Oder generell auf die Gebiete, wo Minen sind. Das tun wir. Versteckte Panzer.
indem wir einen großen Bogen drumherum machen. So, und das ist jetzt die Straße, die wir folgen sollten, genau. Soll ich vorfahren? Ja. Bin ich den ganzen Weg vorgefahren, jetzt wechseln wir uns an. Kann sich jeder drüber freuen. Von einer Panzerabwehrkanone. Vielleicht sollte man da doch mal in dem langsamen Modus fahren, weil da ist doch ein bisschen viel Action. Ja, dann machen wir das ab. Ich speichere noch. Mit 20 ist zwar ein bisschen, aber ich habe auch mal gespürt. Da vorne sind Häuser, links neben uns ist ein Wald. Wenn man damit 50 durchbrausen und da hinten warten dann 5 Panzer, dann haben wir ein Problem. Wir haben sowieso ein Problem, weil ich habe keine Ahnung, ob die KI dann schießen wird, wenn da auch ein Panzer steht. Ja, das ist auch meine Sorge. Aber zum Glück können wir immer noch sagen, vielleicht kann ich bei dir einsteigen oder irgendwie sowas. Ich könnte zum Richtschützen hüpfen, das kannst du wahrscheinlich auch. Dann ich kann das auch, halt, ja. Kommandant sitzt und Lichtschütze. Dann sitzen wir halt wahrscheinlich deppert ab. Boah, dachte gerade, da vorne ist einer, aber das ist nur die Laterne. Ich sehe den sieht noch den nicht gut aus. Schon. Okay, ich sehe in den Häusern, ist wieder keine Einrichtung drin. Aber gut, wir haben ja hier die halbe Map geladen, also von dem her. Oh oh. Was war das? Hast du gerade was mitgenommen? Okay. Ja, ui, ich hab schon Schiss bekommen. Was natürlich jetzt sein kann, und das erinnert mich auch ein bisschen an die Kampagne, dass die Brücke, die wir überqueren wollen, gar nicht mehr existiert. Das kann natürlich auch sein. Und die uns bewusst über einen speziellen Punkt lotsen wollen, wobei wir müssen, ich bremse kurz, Achtung, wir müssen nicht über einen Fluss, also ich glaube, das wird hier gar nicht der Fall sein. Weil ich kann mich erinnern an eine Mission in der Kampagne, wo wir über einen Fluss mussten. Also ich sag's mal so, wenn wir nicht über den Fluss gehen, dann müssen wir durch Papenrode und Papenrode hat so einen roten Kreis drumherum. Okay. Schätze mal, dort wird Action sein. Na schauen wir mal, ob es dort... Also wenn jetzt keine Brücke da ist, dann hast du recht. Was gibt. Dann werden sie uns wirklich lotsen wollen. Weil dort wurden wir nämlich genau, alle Brücken waren zerstört, außer die eine, wo kurioserweise plötzlich 10 Panzer dahinter gewartet haben. Ja, ich sehe hier wirklich nichts und die KI anscheinend auch nichts, weil die guckt immer nur geradeaus. Frage ist, ob die erst dann schießt, wenn nach uns geschossen wird. Na, ich glaube fast nicht. Ich glaube, schießen ist eine Sache, aber registrieren würde es zumindest, dass er hinguckt. So, und jetzt wird es gefährlich hier an der Kreuzung. Da oben ist diese Funkmasten. Von dem sehe ich alles nichts. Ich glaube, den schon. Da ist die Bushaltestelle, wer auch immer hier einsteigen soll, mitten am Feld. Einmal Stoppschild. Achtung, Blinker setzen. Da unten ist ein Panzer. Wo ist der unten? Links. Ein BMP und er fährt gerade weg. Und unsere KI schießt nicht. Das heißt, jetzt wäre theoretisch die Möglichkeit. Okay, warte mal. Ich wechsel mal und schieße mal. Na toll. Schön, schön. Das war sogar als Ziel markiert hier. SPV, weißt du, wo der nächste ist? SPV 60. Ach du Scheiße. Ich weiß, wo der nächste ist. Ja, aber wie soll man das denn jetzt machen? Oh, der schießt einfach. Nein! Der Idiot! Das war meine KI. Ich glaube, jetzt bleibt uns nur dieser Scheiße. Eine Panzer übrig. Scheiße, der Idiot. Lieber Amperatus. Ich glaube, du musst ihn jetzt verbannen. Reparatur geht, komm schon. Irgendeiner von euch. Aber geh lieber weg dort. Ich glaube, der BMP wird nochmal in die Luft fliegen. Ich setze mich jetzt sicherheitshalber hier mal als Richtschütze rein. Komm schon, Schätzchen. Lebst du nicht noch? Aufgeben? Ja. Schon Baby? Wo kam denn der her überhaupt? Ich weiß nicht, der ist auf einmal hinten neben mir drin gesessen. Dann bin ich aus dem Richtschützensitz rausgegangen und mein Turm dreht sich einmal um und ich denke, wo schaut denn der jetzt?
Ah ja! Die alte Bette geht noch. Funktioniert noch. Sieht schon ein bisschen sehr mitgenommen aus jetzt. Uiui. Und kugelt noch ein bisschen. Bist du deportiert erwischt? Mit der kannst du noch fahren. Ach du Scheiße. Was hat die für Stats? Ist alles in Ordnung. Deine KI hat mich ziemlich gut getroffen. Ja, sie hat zumindest geschossen. Das wissen wir, das funktioniert. Ja, das hat sie ganz gut gemacht. Willst du sicher mit dem Panzer fahren oder willst du den jetzt hier verbannen und wir machen das mit einem Panzer? Nö, nö, der geht ja noch. Mhm. Na, ich folge mal deiner Rauchspur. Also, ich sehe da jetzt kein Problem. Ich kann für nichts garantieren, wenn der wieder ausholt hier. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, na, wie machen wir das denn jetzt am besten? Und auf einmal schießt er schon. Ich hab dieselbe Angst gehabt. Ich dachte, wenn ich jetzt davor fahre, dann schießt er einfach direkt auf ihn drauf und dann ist das selbe Ergebnis. Ja, doch, aber immerhin, wir sehen, es gibt hier Feinde. Das heißt, nicht jeder hat... Und die Brücke steht. Nicht jeder hat gedacht, wir fahren woanders lang. Aber gut, wenn der BMP ist durch die Gegend fahren, dann habe ich eigentlich keine Angst. Grün? Hier ist übrigens, glaube ich, irgendwann mal eine Mission zu Ende gewesen, kann mich erinnern. Da sind von da oben irgendwelche Soldaten gekommen. So, warte, schau kurz auf die Karte. Ob wir durch den Wald müssen? Na, an der Kreuzung muss man dann nichts. Eieieiei, na, das ist ja mal wieder eine Nummer hier, Freunde. Da haben wir zwei Panzer vor uns, zwei BMPs vor allem, die eh nichts drauf haben gegen unseren Panzer. Was hätten die schon ausrichten können, außer wegfahren? Und wir verlieren gegen zwei Panzer einen halben von unseren eigenen Panzer und auch noch die Crew dazu. Aber aus Gründen des Teambeschusses muss man dazu sagen. Wegen der KI. Also wir wären jetzt tatsächlich besser dran gewesen, hätten wir die KI nicht. Also das, ja, das stimmt. Jetzt fahren wir wieder langsam. Ich habe das Gefühl, dass aus dem Wald immer wieder was kommen kann. Ich muss aber ein bisschen mehr Abstand zu dir halten. Ich kann nicht irgendwie einen halben Meter hinter dir her düsen. Oder tauschen wir, weil ich meiner kann ja gar nicht automatisch schießen. Deine schon. Ach so. Ja, können wir auch machen. Ich muss selbstständig wechseln. Ja gut, meiner hat auch nicht automatisch geschossen, der hat das Ziel markiert gehabt. Ich bin in den Kommandantensitz gefahren. Ja, wer hat der hat beim zweiten, bei deinem hat er geschossen, aber beim ersten da unten nicht. Okay, ja, das meine ich. Und dort stand Ziel, 500 Meter. Und ja, aber das meine ich. Das meine ich aber eh. Aber er hat automatisch geschossen, nachdem der Nähe war. Das passt schon. Deswegen habe ich am Anfang nämlich auch mit dem MG geschossen, weil ich nicht gewusst habe, was der jetzt geladen hat. Ja. Das passt ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn wir hier speichern, wir sind in einem Fahrzeug drin. Ja, ich habe keine große Hoffnung, dass das funktioniert, aber... Ja, vielleicht ist das ja die erste Mission, die auf Anhieb funktioniert. Ich meine, die ist darauf ausgelegt, dass wir da in Fahrzeugen drin sitzen, also... Vielleicht haben sie sich für die Mission einmal den Bug angeschaut. Ich sehe noch nichts. Alter, bei dir kokelt's, raucht's überall raus, da oben sprühen Funken. Der ist noch gut. Da kommt die Elite. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Da wird ja mir schlecht. Sie haben ein Gruselkabinett. So wie im Wald? Ja. Alles sieht gleich aus. Ist da ein Flashback drin? Na Wahnsinn. Ist das der Wald von gerade eben? Nee. Nee, aber da kommt jetzt noch der nächste. Die fahren wieder ein bisschen schneller. Ja, wir haben noch 1,5 Kilometer bis zum nächsten Tag. Auf manchen Feldern gibt es hier bei mir immer so wie so eine Art Grünschleier, warum auch immer. So. Auch der Fluss war ziemlich grünig. Ist ja übrigens lustig, wenn ich im Kommandantensitz sitze. Mhm. Der fährt nicht von selber. Ich muss fahren. Und wenn du WASD drückst, passiert nichts, dann bin ich im Schützensitz. Achso. Ja, ich meine, ich kann es nicht mehr ausprobieren, weil da gibt es jemanden mehr, der es übernimmt. Das stimmt, das stimmt. Ich sehe da schon eine kleine
Scheunengruppe, links von uns. Ich sehe da hinten ein Dorf. Aber ich glaube, wir sehen dasselbe. Ja. Ich glaube, da müssten wir eigentlich sogar durchfahren, nicht das Dorf. Da müssten wir tatsächlich durchfahren. Rickensdorf ist das nämlich. Ja, also da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ich wundere mich, dass wir es überhaupt bis hierher geschafft haben. Ich sag's gleich, einer deiner Kameraden hat einen Werkzeugkasten dabei. Das heißt, wenn sie aussteigen, ist das sogar besser, weil dann kannst du sie looten und den Werkzeugkasten. Da kann man einen fast komplett hinigen Panzer wieder herstellen. Okay, ich fahr mal eben Slow-Mo. Mhm.